Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen bei LaTeX für Studierende. Was ich ganz gerne für euch machen möchte in den nächsten, ich glaube 45 Minuten oder 45 Minuten, ist einfach mal LaTeX vorstellen. Jetzt erstmal die Frage an euch, wer hat denn schon mal mit LaTeX gearbeitet? Ja, ist ja schon der überwiegende Teil. Also das heißt, die meisten sind halt nicht total blutige Anfänger, aber vielleicht kann ich auch denen, die schon mal damit gearbeitet haben, noch ein bisschen was zeigen. Gut, was gucken wir uns an? Wie gesagt, ich werde ein paar Worte über mich erzählen. Ich werde so ein einführendes LaTeX-Dokument machen und das ein bisschen erweitern und dann am Ende noch ein bisschen was zu Folien erzählen. Die Folien und die Dateien, die ich hier erstelle, die werde ich auf www.uweziegenhagen.de ablegen. Wahrscheinlich heute Abend oder morgen Abend gibt es da halt einen neuen Blog-Eintrag mit hier Materialien von der FrostCon. Gut. Was gibt es über mich zu sagen? Ja, ich habe mein Abi 1997 gemacht, da gab es noch kein Tech, jedenfalls nicht für mich, weil ich da irgendwie mangels WWW und Internet keine Ahnung hatte, dass sowas Cooles existiert. Habe danach dann im Uni-Bereich halt x Seminararbeiten, Diplom, Masterarbeit und so weiter geschrieben und habe für alle Arbeiten immer LaTeX eingesetzt und habe es halt nie bereut und bin jetzt halt seit einigen Jahren bei der Deutschen Bank, kann da halt leider nicht techen, obwohl auch im beruflichen Umfeld würde ich es halt ganz gerne nutzen. Geht halt aber leider nicht, weil Konzern und so weiter. Und mein Fokus, wenn ich jetzt halt privat mit LaTeX arbeite, liegt vor allen Dingen in der Automatisierung von Textsatz. Wie zum Beispiel, ich muss halt Spendenquittungen für einen Verein erstellen und die Daten kommen aus einer MySQL-Datenbank, werden per Python abgeholt. Und halt die Erzeugung von schönen Dokumenten. Okay, wem haben wir Tech und LaTeX zu verdanken? Das ist hier der Professor Donald Knuth, der Ende der 60er Jahre seine Art of Computer Programming Bücher setzen wollte. Und die sahen halt einfach vom Satz her schlecht aus. Dann hat er sich gedacht, der kann doch eigentlich nicht so wild sein. Hat sich mal irgendwie ein Jahr Auszeit genommen und hat halt in diesem Jahr die Grundlagen für Tech gelegt. LaTeX ist halt eine Makrosammlung, die darauf aufbaut, kommt von jemandem, Leslie Lampert, der jetzt halt für Microsoft Research arbeitet. Und es gibt viele, viele tausend Pakete mit Erweiterungen, die diese LaTeX-Funktionalität drastisch halt erweitern. Okay, gucken wir uns mal an. Wie sieht so ein LaTeX-Dokument aus? Wir haben links eine HTML-Seite, eine sehr, sehr einfache HTML-Seite. Und wir haben rechts ein passendes LaTeX-Dokument. Und wir sehen, es gibt Umgebungen in LaTeX, die fangen mit Begin an und hören mit End auf. Befehle, wie hier zum Beispiel dieses Backslash LaTeX, wir fangen immer mit einem Backslash an. Pflichtparameter werden in geschweifte Klammern gesetzt und optionale Parameter kommen in eckige Klammern. Und ein Prozentzeichen ist halt auch ein aktives Zeichen, sorgt dafür, dass der Rest der Zeile als Kommentar identifiziert wird. Gucken wir es uns mal an. Zur Installation vielleicht noch, Tech LaTeX ist kostenlos verfügbar. Professor Knuth auch damals schon gesagt hat, ja, er möchte irgendwie kein Copyright für haben, sollen die Leute benutzen. Es gibt zwei große Distributionen heutzutage. Das eine ist TechLive in der aktuellen Version 2014. Da kann man sich auch kostenlos runterladen. Und die zweite Option ist halt MikTeX. MikTeX ist aber leider nur für Windows verfügbar, während TechLive selbst auf einem Raspberry Pi läuft. Und wer irgendwie einen eigenen Tech-Compilation-Server aufsetzen will, der kann das auch noch auf einem Raspberry Pi machen. Zusätzlich zu LaTeX selbst braucht man noch einen Editor. Ja, da kann man so ziemlich alles nehmen, womit man halt ganz gerne arbeitet. Also es gibt für Emacs eine LaTeX-Erweiterung, es gibt Kyle, es gibt TechWorks, es gibt Vim, wer halt mit Vim arbeiten kann. Also da ist man relativ frei. Ich würde vielleicht LaTeX-Dateien nicht unbedingt mit Word schreiben, weil da handelt man sich an der einen oder anderen Stelle dann halt wiederum Probleme ein. Okay, was ich halt noch empfehlen kann, gerade wenn ihr in den nächsten Monaten, Jahren mehr techt, es sind Hotkey-Expander. Das ist was, ein Konzept, wo ich auch erst vor 2-3 Jahren drauf gekommen bin. Es gibt halt Tools, die es mir erlauben, mit Tastenkombinationen zu definieren, systemweit, sodass aus zum Beispiel aus einem XY wird automatisch das aktuelle Datum. Das zeige ich nachher nochmal. Da gibt es eine ganze Reihe von Artikeln bei mir im Blog und das ist echt eine Sache, die kann einem im Laufe der Zeit so viel Zeit sparen, dass es echt interessant ist. Aber dazu sage ich nachher noch was. Gucken wir uns mal ein minimales Dokument an und das ist jetzt was, das mache ich halt direkt in TechWorks. Falls ihr irgendwas nicht lesen könnt, wenn es zu klein ist oder so, dann müsst ihr einfach Bescheid sagen. Ich benutze hier PDF LaTeX in TechWorks. Es gibt noch eine Reihe von weiteren Tech-Engines.
die halt alle so Vor- und Nachteile haben. Aber PDF-LaTeX ist halt der Standard, damit kenne ich mich am besten aus. Und das, was ich hier heute zeige, wird sich vor allen Dingen auf PDF-LaTeX konzentrieren. Fangen wir mal an. So ein Dokument fängt mit Document Class an. Ich wähle jetzt hier mal die SCR-Artikel-Klasse. Das ist eine deutsche Entsprechung zu der amerikanischen Artikel-Klasse. Schreibt man einmal, dann sage ich, ich brauche mal ein paar Standardpakete, die baue ich mal ein. Was brauche ich davon unbedingt? Ich möchte ganz gerne deutsche Silbentrennung haben. Das ist schon erstmal das, was ich brauche. Ich sage vielleicht, meine Standardschriftgröße ist 12 Punkt. Und wie gesagt, ich möchte in German, also neue deutsche Rechtschreibung, haben. Dann sage ich Begin, Document. Hier ist so ein Beispiel für diesen Hotkey-Expander, was ich erwähnt habe. Ich schreibe B und setze einen Hash dahinter und das wird automatisch zu Begin expandiert. Weil wenn man Text, braucht man sehr viele Begin und sehr viele End. Das kann weg. End. End Document. Hallo, Foscon. Wenn ihr Fragen habt zwischendurch, stellt die ruhig. Also abspeichern, Foscon 1. Jetzt per Steuerung T sage ich TechWorks, bitte übersetzt mir das mal. Und was halt im Hintergrund passiert, ist halt, dass dieses PDF-LaTeX die Tech-Datei zu PDF kompiliert. Und hier habe ich halt meine erste PDF-Datei. Ist ja eigentlich ganz einfach, ne? So. Und dieses Beispiel werden wir jetzt halt ein bisschen erweitern und dann werde ich halt ein paar Sachen vorstellen. Vor allen Dingen mit dem Fokus für Bachelor, Seminar und ähnliche Arbeiten. So. Das Erste, was wir brauchen, ist, naja, wir sollten vielleicht an den Kopf unseres Dokuments schreiben, wer ist der Autor und was ist der Name. Also schauen wir mal. Autor hier rein. Author. UZ. Ich brauche einen Titel. Foscon-Dokument. Foscon-Dokument. Okay. Gehe ich hier hinter Begin Document und sage einfach mal Make Title. Übersetze das einmal und schon habe ich halt meine Titelei. Ist ein bisschen schwer sichtbar. Ich mache das mal noch ein wenig größer, müssen wir mal gucken. So schaut's aus. Das Datum wird halt, es wird das aktuelle Tagesdatum genommen. Das kann man natürlich beliebig austauschen. So, damit habe ich jetzt erstmal schon den Kopf. Was ich als nächstes mache, wenn ich so eine Bachelorarbeit mal schreibe oder eine Seminararbeit, ich brauche irgendwie eine Einführung. Das heißt, wir werden jetzt das Dokument ein bisschen strukturieren und der erste Abschnitt, die erste Section, nennen wir mal Einführung. So, dann brauchen wir vielleicht noch eine Section Hauptteil. Wieder hier mit unserem Hotkey-Expander Hauptteil und wir sagen vielleicht noch Section Fazit. Gut, jetzt hier Hallo Foscon und jetzt übersetze ich das einfach mal und gucken wir mal, was passiert. Dann habe ich hier meine erste Section, meine zweite Section und mein Fazit. So, dann steht die grundlegende Dokumentstruktur, die haben wir jetzt soweit. Was jetzt natürlich spannend ist, ist, ja, ein Inhaltsverzeichnis sollten wir auch haben, ne, wollen wir nicht händisch setzen. Dazu gehen wir einfach hinter Make Title und sagen einfach Table of Contents. Übersetzen. Zweimal. Im Hintergrund speichert LaTeX halt diese Information über die Sections in der extra Datei ab und beim nächsten LaTeX-Lauf werden die halt ins System oder ins Dokument mit eingefügt. Das heißt, ich habe jetzt hier, wenn wir das mal ein bisschen größer machen, mein Inhaltsverzeichnis und dahinter meine drei Sections und kann jetzt halt einfach weiterschreiben. Mit jedem LaTeX-Lauf werden diese Informationen auch aktualisiert. Man kann also einfach weiterschreiben und jedes Mal, wenn man übersetzt, dann wird halt diese TOC-Datei, in der das Inhaltsverzeichnis drin steht, neu geschrieben und beim nächsten LaTeX-Lauf dann immer eingefügt. Also wenn man halt eine neue Section macht und man möchte, dass die halt ins Inhaltsverzeichnis kommt, muss man zweimal übersetzen. Je nachdem, welche Anforderungen man an das Dokument hat, und wenn man zum Beispiel eine Bibliografie reinsetzt oder einen Index, muss man bis zu 4 oder 5 Mal übersetzen.
Es gibt aber Werkzeuge, die diesen LaTeX-Lauf halt automatisieren. Die erkennen halt, oh, du willst einen Index machen, dann lasse ich halt LaTeX noch einmal rüberlaufen. So. Schon mal Fragen bis zu dem Punkt? Oder ist alles klar? Oder? Hm? Gut. Ich mal mit Steuerung T. Das ist in dem Editor, in TechWorks hier der Standard. Ja, das ist hier praktisch nur eine Variablendefinition. Die sagt noch nichts, wie das denn wirklich im Dokument benutzt wird. Die Logik, wie das denn hier wirklich draufsteht, die wird durch die Dokumentenklasse festgelegt. Also das ist hier diese Artikelklasse, die eignet sich halt ja für vielleicht bis zur Seminararbeit. Ich kann jetzt natürlich noch weitere Klassen setzen, zum Beispiel, wenn ich das jetzt hier austausche gegen scr-reprit. Das kommt aus dem 8.3, es steht für scr-report. Wenn ich das jetzt austausche und neu übersetze, dann gibt es zum Beispiel eine abgesetzte Titelseite. Dann steht halt auch das Inhaltsverzeichnis auf der Folgeseite. Und hier steht jetzt 0.1, weil halt Report zum Beispiel ein Chapter erfordert. Das kann ich auch mal ganz kurz reinsetzen. Nur hier sagen. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, also gerade diese SCR-Klassen, die ich hier benutze, da gibt es auch bei uns am Dante-Stand ein Buch von dem Markus Kohm, der das alles entwickelt hat. Also grundsätzlich, das Layout ist hier komplett anpassbar. Das ist hier der Standard, aber ich kann natürlich meine eigenen Titelseiten entwerfen. Ich kann nachher vielleicht nochmal ein paar Sachen zeigen. Man ist in der Lage, mit LaTeX sehr genau das Design festzulegen. Also wenn euer Professor irgendwie sagt, ich will hier 1,2-fachen Zeilenabstand, ja gut, dann legt man das halt fest. Also man macht sich halt normalerweise eine Handvoll Vorlagen und auf denen basiert man immer. Gucken wir einfach mal Chapter. Ja, stell die Frage. Ich bin da noch nicht zugekommen. Ich mache es jetzt seit 15 Jahren und die Standardfunktionalität hat mir bisher immer gereicht. Aber ich kenne auch genug Leute, die schreiben halt dedizierte Klassen, die vielleicht, ja, ähnlich wie in der Softwareentwicklung, die erweitern dann bestehende Klassen. Das kann man machen. Also hier eigene Pakete schreiben wie Input Encoding, Babel und sowas, das habe ich auch schon gemacht. So für kleinere Pakete oder kleine Funktionalitäten kann man das schreiben. Ich zeige nachher noch ein paar Beispiele. Ich übersetze das jetzt hier erstmal neu, dass man sieht, dass dann hier halt auch, jetzt haben wir ein Kapitel Frostcon da drin, mit den Sections halt als Unterpunkten. Gut, dann schauen wir uns mal an. Setzen wir doch einfach mal ein bisschen Text rein. Jetzt gucken wir mal irgendwie, die Auflösung ist hier halt ziemlich grausam. Jetzt besorge ich einfach mal irgendwie von der Spiegel Online-Seite oder bei, vielleicht von mir aus dem Blog. Nee, wir machen was anderes. Wir nehmen Lorem Ipsum Text. Mir geht es ja jetzt einfach bloß erstmal darum. Gucken wir mal, ob wir hier WLAN haben. Okay, haben wir nicht. Schauen wir mal weiter. Ich habe hier doch bestimmt irgendwo noch einen Text übrig, den man benutzen kann. Simple Use Case Template. Nehmen wir mal aus irgendeiner Word-Datei einen Text raus. Und während der lädt, kann ich auch weiterarbeiten. Und so. Okay, ich schreibe mal vielleicht so ein paar Sätze. Hallo Frostcon, es ist schön, heute bei euch zu sein. So, ich gucke auch mal parallel in die Folien, ob es da was gibt, was ich zeigen wollte. Das habe ich euch gezeigt. Genau, wir werden jetzt halt dieses Dokument so ein bisschen erweitern auf die Sachen, die man halt vielleicht in der Bachelorarbeit braucht. Also wir haben Titel und Autor haben wir hinzugefügt, ein Inhaltsverzeichnis haben wir drin, ein Tabellenverzeichnis und ein Abbildungsverzeichnis. Das werde ich mal als nächstes reinsetzen und dann erweitern wir das schrittweise. So, ja. Ja. Das ist eine gute Frage. Da müsste ich auch nochmal etwas tiefer reinschauen und gucken, weil ich habe es bisher gesehen, es wird dargestellt als ein Zeichen.
Es kann aber sein, dass wenn ich jetzt mit PDF to ASCII die Textinformationen wieder rausziehe, dass dann kein Umlaut dasteht, sondern erst ein Gänsefüßchen und danach der Umlaut. Müsste man gucken. Also meine Erwartung ist eigentlich, dass das funktioniert, weil ich mache jetzt hier alles auf UTF-8-Basis. Also da sollte es keine Probleme mehr geben. Aber das ist eine gute Frage, danke. Meine Aufforderung ist ein langes Dokument, das irgendwo herbekommt, ja. Nur als PDF und Negan-State-Datei. Ja. Und man dann nach etwas, was der Autor zwar als ein Unicode-Zeichen eingegeben hat, ja. Dann landet das zwei Zeichen da und wenn Steuerung F und PDF-Anzeiger machen, ja. Dann findet man es nicht. Das ist eine gute Frage, das muss ich nachher mal ausprobieren. Also, das ist nicht den Zeichensatz definiert, der vor eingestellt ist. Da möchte ich mich jetzt nicht drauf festlegen lassen. Also das ist eine Sache, die müsste ich prüfen. Hm? Ja. Einen ne, Doppelpunkt festlegen, ja. Als auch ein Zeichen. Ja, also ich habe in einem aktuellen Projekt habe ich keine Probleme mit Russisch, mit Altgriechisch und halt normalem Deutsch. Aber die Frage ist trotzdem gut mit den Umlauten. So, wir haben festgelegt Table of Contents. Jetzt möchten wir natürlich auch noch ein Tabellenverzeichnis haben. Das heißt List of Tables. Und bei der Gelegenheit List of Figures. Jetzt können wir das übersetzen. Die beiden sind jetzt halt noch leer, weil wir haben weder eine Tabelle noch irgendwie ein Bild eingefügt. Aber die sind schon mal da. Jetzt gehen wir mal weiter. Was wollen wir als nächstes machen? Eine Struktur haben wir festgelegt. Abschnitte und Unterabschnitte. Unterabschnitte ist noch was, was uns fehlt. Gehen wir mal ins Dokument zurück. Hier sagen wir mal, unter die erste Section mache ich mal eine Subsection rein. Das Problem an sich. Eine generelle Definition des Problems. Kann jetzt halt hier wieder übersetzen. Und bekomme dann hier meinen Unterabschnitt. Das heißt Section, Subsection. Es ginge auch jetzt noch Subsection, aber das lasse ich jetzt erstmal hier weg. Das heißt, das sind so die groben Strukturen, die ich festlegen kann. Je nachdem, wie viel man braucht, kann man sich auch eigene Unterabschnitte definieren. Das artet aber auch teilweise in Arbeit aus. Und eigentlich brauchen es nur die Juristen, die da irgendwie bis Unterabschnitt haben. Und dafür gibt es dann wiederum speziell angepasste Klassen. Weil da muss man schon ein bisschen fortgeschrittener sein, wenn man sich damit beschäftigen will. Gut. Dann gucken wir uns mal an, was habe ich, Links und Verweise. Das ist eine Sache, die LaTeX ganz toll kann. Nehmen wir mal an, ich möchte verweisen innerhalb des Dokuments. Ich möchte zum Beispiel auf die Einfügung verweisen. Das heißt, ich setze hier ein Label rein, sage da zum Beispiel Sec Introduction. Dann kann ich halt hier tiefer im Dokument, jetzt muss ich mal irgendwo ein Clear-Page reinsetzen, um auf die nächste Seite zu kommen. Und dann kann ich schreiben in Abschnitt ref sec introduction. Das kopiere ich mir mal schnell. Auf Seite page ref sec introduction haben wir gesehen. Übersetze das und dann gucken wir mal hier auf die nächste Seite. In Abschnitt 1.1 auf Seite 5 haben wir gesehen. Diese Sachen werden halt auch jedes Mal aktualisiert. Das heißt, wenn ich da irgendwie 100 Seiten reinschmeiße, ich übersetze das Dokument neu, LaTeX merkt, oha, es hat sich was geändert und tauscht die Sachen dann auch aus. Und an dem Punkt will ich mal was zeigen. Da gibt es nämlich ein tolles Paket, das heißt HyperRef. Es sorgt dafür, dass ich in meinem PDF klickbare Referenzen habe. Das mache ich jetzt hier mal per Copy-Paste. Was ich hiermit auch festlegen kann, sind die PDF-Eigenschaften, wie zum Beispiel PDF-Autor, PDF-Keywords, Titel und so weiter und so weiter. Das heißt, dieses Ding habe ich mir einfach mal definiert und kopiere das jetzt da mal rüber. Was braucht man in den meisten Fällen? Das kommt hier in den Kopf vor Begin Document. Ich übersetze.
So, jetzt haben wir da irgendwie, müssen wir mal kurz übersetzen. Ist da jetzt irgendwie noch was vergessen? Okay. Und jetzt habe ich hier in meinem Dokument klickbare Links. Es geht sogar so weit, dass wenn ich eine Bibliografie habe, also sehr, sehr viele Literaturreferenzen, dass ich da sagen kann, hinten in dem Literaturverzeichnis, zeig mir noch mal bitte, wo habe ich denn das überhaupt zitiert, diesen Autor? Und das funktioniert ziemlich gut und geht auch mit richtig großen Dokumenten. Ich habe das größte Dokument, an dem ich bisher mal mitgeholfen habe, hatte 1300 Seiten und davon waren 1100 Seiten Vollfarbabbildungen. Und das ist eigentlich was mit einem What you see is what you get. Ich möchte nicht 1100 Bilder manuell in meine Word-Datei einfügen müssen. Ich habe hier auch ein anderes Beispiel, wo man das ganz schön sieht, wie umfangreich sowas werden kann. Dissertation. Hier haben wir zum Beispiel auch eine Dissertation. Die hat jetzt aktuell 450 Seiten und alleine knapp 60 Seiten Literaturverzeichnis am Ende. Mit, weiß ich nicht, mehreren hundert Literaturreferenzen. Es ist LaTeX egal, wie lang das Dokument ist. Das längste Dokument, was ich bisher mal hatte, hatte, glaube ich, 10.000 Seiten und 30.000 Formeln drin. Da ging es einfach um einen Test, ob LaTeX so stabil ist. Und es lief problemlos durch, hat 5 Minuten gedauert und dann hatte ich halt meine 10.000 Seiten PDF-Datei fertig. Also, dieses Dokument, was ich erwähnt habe, mit den 1.300 Seiten Dissertation, es hatte am Ende 4,5 Gigabyte. Und auf einem kleinen Netbook hat es irgendwie 5 oder 10 Minuten gedauert, die Datei zu erstellen. Auf entsprechend schnelleren Rechnern, ja gut, geht es halt deutlich schneller. Gucken wir mal weiter. Links und Verweise haben wir uns angeschaut. Da vielleicht noch den Hinweis zu, das, was ich hier gezeigt habe mit dem Label Ref, ist relativ einfach. Das ist das, was LaTeX standardmäßig kann. Es gibt auch Pakete, die können erkennen, oh, ich habe ja, mein Label fängt an mit SEC. Das heißt, es steht für einen Abschnitt, den ich referenziere. Die schreiben dann halt in meinen Text direkt Abschnitt rein. Also LaTeX ist echt dafür gemacht, dass man halt größere Mengen Text sauber auf Papier bringen kann. Und vor allen Dingen schön. Gucken wir mal weiter. Bilder erstellen, das mache ich gleich mal. Ich zeige euch erstmal so ein bisschen Mathesatz. Weil das ist halt auch das, wofür TeX ursprünglich mal entwickelt wurde. Und die Qualität des mathematischen Satzes, die ist halt auch unerreicht. Also andere Software kommt da halt nicht mit. Schreiben wir einfach mal eine Formel in den Text rein. Begin Equation, End Equation. Schreibe ich jetzt so, weil ich halt möchte, dass diese Formel eine eigene Formelnummer bekommt. Sonst könnte ich auch mit anderen Zeichen das halt so machen, dass ich zum Beispiel im Fließtext einfach meine Formel habe. Jetzt sagen wir mal, a Quadrat plus b Quadrat ist gleich c Quadrat. Übersetze ich wieder. Und dann gucken wir mal, wo die gelandet ist. Und hier habe ich meine Formel drin. Kann da halt auch darauf verweisen, könnte da jetzt ein Label hintersetzen und dann kann ich sagen, siehe Formel XY. Wie gesagt, OpenOffice, Word, die haben das auch, aber wenn ich sehe, wie mühselig es ist, alleine diese Label- und Ref-Befehle in Word einzusetzen, da lobe ich mir halt eher LaTeX. Wir können noch eine Formel reinsetzen, kopieren wir das mal, damit man noch ein bisschen mehr sieht. Zwar diese PQ-Formel von den quadratischen Gleichungen. Man müsste jetzt mal schauen, ob ich es richtig mache. R 1, 2 ist gleich, so jetzt P Quadrat halbe, oder? Minus P halbe, minus, vorhin konnte ich es noch, ich bin jetzt bloß nervös. Frac, ich will jetzt halt einen Bruch, ne? P halbe plus minus Wurzel aus, geschweifte Klammer auf, weil darunter kommt eine Gruppe. Jetzt wieder ein Frac. Das ist jetzt p Quadrat Viertel minus q. So müsste es stimmen. Gucken wir mal, ob es richtig ist. Sieht doch ganz gut aus, ne? Also, haut hin. Ich habe noch ein paar andere Beispiele. Gucken wir einfach mal hier in den Dokument kurz rein. Wie gesagt, sieht halt einfach schick aus. Hat natürlich einen anderen Lernaufwand, als wenn man vielleicht im Formeleditor von Word das einfach zusammenklickt. Aber ich mache das jetzt halt seit 15 Jahren und weiß halt, wie meine Formeln aussehen sollen. Und da muss man dann auch nicht immer direkt gucken, aha, ist es denn jetzt richtig und so weiter.
Bitte? Achso, es gibt eine Option, die sagt zum Beispiel, dass alle Formeln nicht zentriert gesetzt werden sollen, sondern linksbündig. Ich glaube, FLEQN, müsste ich auch gucken. Benutze ich halt persönlich nicht. Aber es ist halt nur ein Kommando und dann sind die Dinge halt alle linksbündig. Gutes Buch oder Internet? Also wir haben bei uns am Dante-Stand eine ganze Reihe von wirklich guten Büchern. Wir haben eins von Herbert Voss, was sich nur um Mathesatz kümmert. Und da werden dann so eine Sachen erwähnt. Oder ansonsten halt Google, also im Internet gibt es auch unzählige Ressourcen zu dem Thema. Was ich empfehlen kann, ist vor allen Dingen tech.stackexchange.com. Für die Leute, die halt des Englischen mächtig sind, da schreiben sehr, sehr viele Leute, die wirklich sehr tief in der Tech-Entwicklung auch drin sind. Und da kriegt man normalerweise innerhalb von einer halben Stunde bis Stunde Antworten auf sehr, sehr abgefahrenen LaTeX-Krempel. Also, wie gesagt, man kann das hier beliebig komplex machen. So, gucken wir mal weiter. Dann, wie viele Minuten habe ich noch? 20. Na gut, dann schauen wir mal weiter. Dann schauen wir uns mal an, wie binde ich denn Bilder ein? Jetzt muss ich mal irgendwo ein Bild her organisieren. Froscorn, gucken wir mal hier, ob hier irgendwas drin ist. Bitte. Ja, da muss ich erstmal rankommen. Ich muss mal schauen. Ah, machen wir es mal anders. Ich nehme einfach welche auf. Wir nehmen einfach mal das Bild von dem Donald Knuth, was ich habe. Das LaTeX Intro. Das ziehen wir einfach mal. Beamer Basics Bilder. Nehmen wir mal das als Bild und das binden wir mal ein. Das ist eine JPEG-Datei. So, das kommt hier hin, einfügen, zack, ich gehe wieder in mein Froscom 1 und sage, ich möchte Bilder einbinden, dafür brauche ich ein extra Paket, GraphicX heißt das. So, und jetzt kann ich sagen, hier irgendwo machen wir mal hinter die Formel, include GraphicX. Ich lege fest, na, wie breit soll es denn sein. Und da bin ich ein Fan von relativen Größenangaben. Hier zum Beispiel sage ich, das Bild soll eine Breite haben von der halben Textbreite. Denn wenn ich meine Ränder mal anpasse, was halt in LaTeX auch über einen einfachen Befehl geht, dann sollen die Bilder natürlich entsprechend runterskaliert werden. Textbreite. Also die Breite des Textes im Dokument. Ich kann auch sagen, Papierweite, Papierbreite, Text-Width. So, jetzt müssen wir mal kurz... Ah, da habe ich mich verschrieben. Width. So, dann gehen wir wieder in die PDF-Datei. Und schauen, haben wir unseren Donald Knuth da drin. Ja? Von wo nimmt er denn jetzt das Bild? Die nimmt er aus dem aktuellen Pfad. Ich habe jetzt alles auf dem Desktop. Und du kannst natürlich sagen, hier, ich habe ein Unterverzeichnis Bilder oder nimmst aus dem darüberliegenden Verzeichnis. Würde ich auch empfehlen, bei größeren Arbeiten ein extra Bilderverzeichnis, dass man da halt sauber ist. PDF-LaTeX kommt mit JPEG, PNG und PDF klar. Also wenn ihr irgendwelche GIFs habt, die ihr umwandeln, reinbetten wollt, die müssen umgewandelt werden. Vektor, Grafiken, PDF vor allen Dingen. Es gibt auch Pakete, die nehmen halt SVG-Grafiken und wandeln die on the fly um. Ich glaube direkt, PDF unterstützt, glaube ich, kein SVG von nach Hause aus. Also man muss es umwandeln. Aber es gibt auch Exportfilter zum Beispiel für Inkscape. Es gibt ein ganz wunderbares Paket oder ja, schon eine große Paketsammlung, die heißt TIX. TEX ist kein Zeichenprogramm. Und dieses TIX-Zeug ist sehr, sehr mächtig und TIX-Code kann ich direkt aus Inkscape exportieren und dann in mein TEX-Dokument einfügen. Ich habe auch nachher ein Beispiel dafür, aber machen wir erstmal weiter. So, jetzt machen wir noch eine Sache. Es soll ja auch im Begin-Figure. Was LaTeX nämlich kann, ist, LaTeX hat genug Intelligenz, um zu sagen, ja, das Bild passt auf der Seite eigentlich nicht mehr hin. Lass es mich doch mal woanders hinschieben, wo es halt einfach besser im Text passt. Jetzt haben wir Endfigure
Und ich möchte auch ganz gerne eine Bildunterschrift reinsetzen. Und ich sage Professor Donald Knuth, Stanford. Übersetze ich. Das übersetze ich jetzt mal zweimal, weil ich will es ja auch in meiner Liste der Abbildung drin haben. Und dann haben wir hier Professor Donald Knuth. Setze ich da halt noch ein Centering rein, damit es auch in der Mitte ist. So. Es hat automatisch Abbildung 1.1, weil es das erste Bild in Kapitel 1. Und wenn wir jetzt hier zum Abbildungsverzeichnis gehen, dann ist es da drin. Ich kann auch sogar direkt dahin springen. Wenn was? Es gibt extra Pakete wie Wrapfigure, wo ich das halt machen kann. Aber dafür bräuchte ich hier eine Woche mit euch. Also insofern, ich kann hier nur bei Basic-Funktionalität zeigen. So, nächste spannende Sache ist, mal eine Tabelle einfügen. Das ist, erinnert so ein bisschen an die Art und Weise, wie Tabellen in HTML gemacht werden. Begin Tabular, End Tabular. Jetzt sage ich eine Spalte linksbündig, eine Spalte zentriert, eine Spalte rechtsbündig, eine Spalte linksbündig, aber mit festem Abstand, also mit fester Breite. Und kann dann sagen 1, 2, 3, Ampersand. Ampersand ist hier der Spaltentrenner. So, so. Und eine brauchen wir noch. Zack. Die allereinfachste Tabelle. Gucken wir mal, wo die jetzt gelandet ist. Mal kurz. Hallo? Wo sehe ich sie jetzt? Hier ist die Tabelle. Da haben wir sie. So, jetzt machen wir die noch ein bisschen schöner. Wir laden einfach ein weiteres Paket, das heißt BookTabs. Das ist nur dafür da, Tabellen schön zu machen. Ich dupliziere jetzt auch mal die Zeile hier, die können wir noch ein bisschen gebrauchen. So, das da. So, Spalte 1 und Spalte 2 und Spalte 3 und Spalte 4. Eine gute Tastatur empfiehlt sich. Die ist hier ein bisschen laut, aber das passt. So, jetzt sagen wir mal da Top Rule. Das ist die oberste Linie. Dann hier machen wir ein Mid Rule rein. Und hier ganz ans Ende schreiben wir mal ein Bottom Rule. Dieses BookTabs-Paket bietet halt ganz spezielle Linien. Ich kann die auch komplett anpassen. Also wenn ich will, dass die oberste Linie halt 2 Punkte breit ist und die unterste ist nur 1,5 Punkte breit, kann ich das machen. Ich könnte es auch jetzt davor schreiben, weil ich will halt ganz gerne diese Linie, dass die vor dem Spalte 1, also praktisch vor der Tabellenüberschrift ist. Das halt. Und schon habe ich hier eine ordentliche Tabelle. Wie gesagt, es geht auch hier beliebig komplex. Wenn ich da zum Beispiel physikalische Einheiten mit drin habe, dann könnte ich sagen, richte mir bitte die Spalte am Dezimalpunkt aus, dass halt der Satz ordentlich ist. Oder, was fällt mir noch ein, also dieses Ausrichten, ich kann eigene Spaltentypen definieren, ich kann die wechselnd farblich da markieren, dass meinetwegen jede Gerade rot ist und jede Ungerade schwarz. Es gibt eigene Bücher, auch bei uns am Stand, die sich nur um Tabellensatz kümmern. Weil wenn du natürlich Tabellen über mehrere Seiten hinweg, aber der Kopf soll halt auf jeder Seite identisch bleiben und ich möchte es ganz gerne aber im Querformat haben, aber in der Spalte, die soll halt über 3 Zeilen gehen und so weiter, da kann man halt auch einiges an Zeit investieren. Aber jetzt machen wir noch Folgendes. Wir sorgen einfach dafür, dass die halt in unser Tabellenverzeichnis so mit reinkommen. Dazu setze ich sie in eine Float-Umgebung, setze mein Caption hier rein. Caption für Tabellen kommt normalerweise über die Tabelle, weil die Tabelle auch über mehr als eine Seite gehen kann. Caption, meine erste Tabelle. Dann sage ich hier unten halt einfach End Table
übersetze das zweimal und dann gucken wir einfach mal, wo ist die Tabelle? Die Tabelle wird jetzt hier dargestellt. Gucken wir mal, ob wir das mit einem einfachen Centering auch mittig kriegen. Und dann habe ich hier meine Tabelle mit einer Tabellenüberschrift und auch im Tabellenverzeichnis. Bitte? Ja, also wenn man irgendeine Aktion macht, die das Inhaltsverzeichnis oder Tabellenverzeichnis beeinflusst. Weil was halt passiert ist, im ersten LaTeX-Lauf erkennt LaTeX, oh, ich habe hier eine neue Figure- oder Table-Umgebung, ich schreibe mal die Information zu der in eine extra Datei. Die heißt beim Inhaltsverzeichnis TOC am Ende, bei LOE und bei Tabellen und Figures entweder LOT oder LOF. Und beim zweiten Lauf wird die dann halt eingefügt. Es kommt halt aus einer Zeit, als es halt noch keine Datenbanken oder große Hauptspeicher gab. Heute könnte man es vielleicht anders machen, aber es hat natürlich auch Vorteile. Ja, das funktioniert. Ich kann zum Beispiel hier sagen, gehe zum PDF und dann springt er mir hier direkt an die Stelle. Man sieht es jetzt bei euch wahrscheinlich nicht, aber hier in dem PDF-Viewer wird es halt auch gelb hinterlegt, kurzzeitig. Also ich springe direkt an die entsprechende Stelle. So. Klar, das kann ich machen. Moment. Zack. Und dann schmeißen wir die mal hier rein. Jetzt nehme ich mal, weil da komme ich jetzt mit meinem Begin-Equation, End-Equation nicht wirklich weiter. Das heißt, ich nehme einfach, mach das mal so. Oder nee, Moment. Das hier sind die richtigen, die Dollarzeichen. Weil da wird es dann einfacher Fließtext. So. Klappt. Ist jetzt halt in der Spaltentyp ist jetzt halt rechtsbündig. Das heißt, ihr setzt die Spalte einfach so breit, wie es sinnvoll ist. Mehrzeilig, dann gibt es eine Multi-Row-Umgebung bzw. ein entsprechendes Paket oder eine Multi-Column für mehrere Spalten, geht halt auch. Aber doch, ich kann auch sagen New Line, also ich kann mehrere Zeilen haben. Aber wenn du jetzt eine Zelle zum Beispiel über mehrere Tabellenzeilen haben willst, das geht dann. So. Okay, wir haben noch, wie viel? 9 Minuten? Okay, knapp 10 Minuten haben wir noch. Jetzt wird es natürlich ein bisschen haarig mit der Zeit, weil ich könnte natürlich hier noch den Rest des Tages sitzen. Jetzt zeige ich. Ja. Wie macht man das, wenn man mehrere Text schreibt? Schreibt man den direkt in LaTeX oder schreibt man erstmal nur den Text und das dann in LaTeX? Ich schreibe alles direkt in LaTeX. Also, weil so, ja, geht auch, klar. Man kann es sogar in irgendeinem anderen Tool schreiben, wie zum Beispiel in Word. Weil Word hat eine Grammatikprüfung und so, wer damit halt oder gerne Probleme hat oder einfach da einen Check haben will, dann würde ich es vielleicht echt als Notlösung in Word schreiben und dann per Copy-Paste rüber. Kann aber an der einen oder anderen Stelle Probleme geben, gerade so bei der Zeichendarstellung UTF-8. Oder ja, ja, gibt's auch. Also, ja. Ja, ja, also gibt es auch. WinEdit kann das zum Beispiel ganz gut. In TechWorks könnte ich es nachrüsten, weil ich benutze es halt selbst eher selten. Hm? Gut, was will ich noch zeigen? Jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt machen wir mal aus dem Ding, was wir hier haben, eine Präsentation. Schreiben einfach mal FrostCon 2 hier rein. Nutzen jetzt eine andere Dokumentenklasse, nämlich Beamer. Das ist von einem total genialen Typen, einem theoretischen Informatiker, der das nur für seine Promotion gemacht hat. Jetzt, das habe ich eigentlich schon, jetzt muss ich halt hier bloß so ein paar Folien drum stricken. Frame, make title, frame, table of contents, das ist list of tables, list of figures können wir rausschmeißen, Chapter brauchen wir nicht. Bitte? Nee, brauchen wir nicht. Ich kann dieses Frame, ich kann Begin Frame, End Frame schreiben oder Frame halt mit geschweiften Klammern. Also die Beamer-Anleitung zu diesem Paket, die hat um die 300 Seiten, die ist recht umfangreich. Man kann unendlich viel Krempel mit dem Zeug machen.
Also auch so Slide Transitions oder das zweite Bullet Point auf der Folie ausblenden, aber auf der nächsten wieder einblenden. Bitte? PDF. Weil PDF unterstützt auch Transitions. Gut, gucken wir mal. Ja, das vorausgesetzt. So. Da machen wir noch ein Frame rein. Und jetzt da. Zack. Und dann schmeißen wir den ganzen Krempel einfach mal raus und übersetzen das mal. Und guck mal, was passiert. Und schon habe ich hier innerhalb von 2 Minuten eine Präsentation gebaut. Bitte? Ja, ist die einzelne Folie. Kann auch sagen, ja, mach mir mal bitte, lass die Dinge auch umbrechen, wenn ich halt auf einer Folie mehr habe, als auf einen Slide eigentlich raufpasst. Die kommt direkt aus der Beamer-Klasse. Das kann man auch alles komplett anpassen. Ich kann nochmal 2 Beispiele zeigen, wie sowas aussehen kann. Das eine hatte ich für meine Freundin gemacht, für ein Seminar an der Uni. Da habe ich dann auch einen eigenen Folienstil entworfen. Der sieht dann so aus. Da hast du dann hier unten auch so eine kleine Zeile, die hopst mit jeder Folie weiter. Und nutzt halt eigene Schriften und ist halt so ein bisschen auf hübsch getrimmt. Das ist hier auch eine LaTeX-Grafik, das ist kein Bild, was eingebunden wurde, sondern das kommt aus dem Tix heraus. Also Tix ist alleine was, da müsste man so 1 bis 2 Wochen Kurs für machen, um es wirklich zu verstehen. Weil sehr komplex, es lässt sich unendlich viel mitmachen. Und sieht halt eigentlich ganz schick aus. Und für eine Vorlesung, die ich jetzt ab September halte, habe ich auch ein paar Folien gemacht und mich halt auch an das Corporate Design gehalten. Folien Web Programming. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Das ist halt, um halt dem Corporate Design zu folgen. Und da sind dann auch noch so eine Mätzchen drin, wie, gucken wir mal ein bisschen weiter. Hier sowas zum Beispiel, so eine Quellcodes, die packe ich nicht händisch in die Folien rein, sondern ich sage LaTeX bloß, zieh dir mal bitte den Quellcode aus der Datei raus und es ist Python-Code, mach halt Syntax-Highlighting für Python. Das heißt, sobald ich die Python-Datei ändere und meine Folien neu überarbeite, wird es automatisiert dargestellt. Oder auch so eine anderen Späße wie hier in der HTML-Einführung. Man muss ja jedes Mal schreiben, kleiner Zeichen, HTML-Tag, größer Zeichen. Da habe ich mir natürlich in LaTeX ein Kommando definiert, wo ich einfach sage, schreibe Kommando, dann halt HTML und diese Zeichen werden halt vorne und hinten automatisch rangesetzt. Also ich kann halt auch mit relativ wenig Aufwand LaTeX programmieren. Heute Nachmittag gibt es auch noch einen Vortrag zum Thema LaTeX-Programmierung oder Tech-Programmierung. Den werde ich mir auch angucken. Wer ist derjenige, welcher? Ah, genau. Heute Nachmittag bin ich auch bei seinem Vortrag, weil da kann ich vielleicht auch noch was lernen. Das ist dann die nächste Stufe. Wie gesagt, was ich halt möchte, ist einfach mal euch mal zeigen, man kann es mit LaTeX machen, es sieht gut aus und es sind halt Sachen möglich, die halt mit anderer Software nicht möglich sind. Ich habe noch 2 Beispiele, die ich ganz gerne vorstellen möchte. Da gehen wir mal auf meinen LaTeX-Intro-Ordner. Das sind dann schon Sachen, ja, da muss man sich dann näher mit beschäftigen. Und zwar das eine ist hier dieses GenF 1564. Das ist halt auch Tech. Da hat man unterschiedliche Fußnotenapparate. Also falls einer von euch katholische Theologie studiert, selbst da kann man Tech einsetzen. Ist nicht nur für MINT-Fächer sinnvoll. Aber das ist dann schon was, man muss sich ein bisschen, das ist schon etwas hardcoreiger. Und das andere, was ich habe, das ist ein Vorlesungsskript. Also die Materialien, die ich jetzt gerade hier zeige, die sind auch aus dem tech.stackexchange. Die sind da mal verlinkt worden und ich habe gesagt, wow, total cool. Das ist hier irgendwie ein Skript zur, ja, irgendwas mit Simulationsdynamik. Mein Italienisch ist recht schlecht, aber ja, sieht halt recht schick aus. Ne? Wenn wir da mal durchgucken, da sind auch Grafiken drin wie diese, die sind halt auch mit Tech gemacht. Ich weiß jetzt nicht, kann auch sein, dass da noch ein bisschen Illustrator oder ähnliches drin ist, aber es geht halt auch mit Tech.
Wir haben auch bei uns am Stand ein PS-Tricks-Buch zu liegen. Das hat 1200 Seiten und beschreibt halt nur diese PostScript-Erweiterung für Tech, mit dem man halt auch super programmieren kann. Weil PostScript ist eine eigene Programmiersprache und mit der kann Tech ganz gut umgehen. Aber ich kann es nur jedem raten, gerade den Studis hier im Raum, wenn ihr wisst, dass ihr in den nächsten Jahren x Seminararbeiten, Bachelorarbeiten oder ähnliches schreiben müsst, guckt euch das mal an. Weil es bietet einfach Vorteile. Es sieht gut aus und wenn erstmal die Einarbeitungsphase vorbei ist, dann spart ihr auch Zeit. Frage da hinten. Ja. Ja. Und dann kann man zum Beispiel Bildfiles erst nach dem Flickr schreiben lassen. Zum Beispiel. Ja, das geht aber, glaube ich, schon mit Standardfunktionalität von Beamer. Dafür braucht man noch nicht mal JavaScript. Also, da es geht jede Menge. Es muss halt bloß ein bisschen Zeit sich nehmen. Also, wie gesagt, guckt es euch an. Nächste Frage. Ja. Ja, ja. Also da ist genug Funktionalität drin. Gut, jetzt haben wir es 12:01 Uhr. Offiziell sind wir jetzt durch. Wie gesagt, wir sind am Dante-Stand von der deutschsprachigen Anwendervereinigung Tech e.V. Wir beantworten gerne Fragen, wir können bei der Installation helfen. Wir haben noch eine Reihe von diesen technischen Komödien. Das ist die Mitgliederzeitung von Dante e.V. Ich habe auch hier noch ein paar Tech-Collections vom letzten Jahr. Die geben wir einfach so ab. Wer die haben möchte, immer zugreifen. Das ist nicht die allerneueste Version, aber sollte in den allermeisten Fällen ausreichen. Ansonsten TechLive 2014 kann man sich auch runterladen. Also, das ist alles Open Source, das machen die Leute in ihrer Freizeit. Es gibt nur sehr wenige Leute, die damit wirklich Geld verdienen. Also die ganzen Materialien sind halt einfach kostenlos verfügbar. Gut, wer noch Fragen hat, ja? Tech-Werkzeug? Ja. Also Emacs mit Augtech ist sehr, sehr mächtig. Damit habe ich mal meine Diplomarbeit geschrieben. Ich habe Natechila verwendet. Ja, wie heißt es? Natechila. Natechila, sagt mir nichts. Macht Syntax Highlighting, ja. Ist wahrscheinlich nicht so mächtig wie Emacs, hat aber ja. Super quere Tasten kommen. Ich benutze halt das einfache TechWorks, der kann halt nicht so viel, aber dadurch, dass ich halt meinen Hotkey-Expander im Hintergrund habe, ist es mir halt egal. Also da geht, über diese Hotkey-Expansion geht echt super viel. Ich habe ja zu Hause habe ich einen 27 Zoll Monitor, da habe ich beide Fenster nebeneinander, da ist dann völlig egal. Also hier ist halt bloß 1024x768, das ist nicht mehr zeitgemäß. Okay, wer die technische Komödie haben möchte, der möge sich jetzt kurz melden, dann gehe ich da vorbei. Ich habe eine Frage. Ja. Nee, also zum Thema Schriftarten. LaTeX bietet oder bringt sehr, sehr viele Schriftarten mit. Es ist mit den neueren LaTeX-Versionen außerhalb von PDF-LaTeX, was ich hier einsetze, also Lua-LaTeX, was Lua mitbringt, und Xe-LaTeX, möglich, die ganz normalen Systemschriftarten zu benutzen. Und in diesen OTF-Dateien stehen halt auch Kerning-Informationen drin. Also es ist kein Problem, hier eine Minion Pro oder sonst was einzubinden. Das geht. Ja. Gut, ansonsten viel Spaß, happy Teching und guckt es euch mal an. Und wenn Fragen sind, kommt einfach vorbei. Wir beantworten gerne noch Fragen für den Rest des Tages. Applaus